Unsere Lebenswelten verändern sich und mit ihnen auch unsere Kaufentscheidungen. Doch wo und wie findet die Entscheidung für eine Marke heute und in Zukunft statt? Und wie beeinflussen analoge und digitale Touchpoints das Markenerlebnis? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum des 8. Deutschen Markensummits mit dem Leitthema Moment of Truth – von Wunsch zur Wahl. In den nächsten 2-3 Jahren werden wir eine weitere Intensivierung der Kommunikation erleben. Wir sind in einem richtigen Kommunikationssturm. Wir werden erheblich mehr Live-Elemente erleben, eine direkte Kommunikation. Es wird alles irgendwie WhatsAppiger. Marken können Begehrlichkeiten bei Kunden wecken, indem sie zunächst einmal da sind, wo die Kunden ihre Zeit verbringen. Und das ist immer mehr das Handy als mobiles Gerät. Das Handy wird TV in sehr naher Zukunft als Leitmedium ablösen. Das heißt, dort, wo die Menschen die meiste Zeit verbringen in diesem Medium, dort müssen dann Marken auch präsent sein. Mit erstklassigen und außergewöhnlichen Inhalten und Referenten bietet der Deutsche Markensummit den persönlich geladenen Markenentscheidern großer deutscher und internationaler Unternehmen eine Plattform für strategische Inspiration und langfristige Vernetzung. Eine gute Story macht grundsätzlich aus eine Authentizität. Es geht eigentlich wirklich um eine Wahrhaftigkeit, es geht um eine Haltung. Wenn Sie große Fernsehstoffe machen, beurteilen Zuschauer das vor allen Dingen in puncto, sind sie berührt durch den Stoff. Und das hat meistens zu tun mit einer Wahrhaftigkeit, wie mit dem Stoff umgegangen wird. Also alle Stoffe, die im Grunde genommen keine Relevanz haben, wo man merkt, es ist Makulatur, wo man merkt, es ist spekulativ, kann man wirklich sagen, die floppen eigentlich zu 80%. Die Veranstaltung startet mit einem inspirierenden Vorabendprogramm. Am 3. Juni 2014 ist das Frankfurter Senckenberg Naturmuseum exklusiv für die Gäste des Deutschen Markensummits geöffnet. Am nächsten Tag laden das FAZ-Institut und die Mitveranstalter Deutsche Bank, Deutsche Post DHL, FPS und Interbrand ihre Gäste in die Zentrale der Deutschen Bank AG im Herzen der Main-Metropole ein. Mit innovativen Vorträgen, praxisorientierten Diskussionsrunden, Get-Together und Erfahrungsaustausch setzt der Summit Impulse und liefert Denkanstöße zu Branding-Themen unserer Zeit. Marken müssen sich ständig hinterfragen, ob sie noch dem Zeitgeist Bestandteil der Gesellschaft sind. Das heißt also, die Notwendigkeit zur Erneuerung von Traditionsmarken ist immer gegeben. Denn in dem Kontext würde Stillstand Rückschritt bedeuten. Das reale Erleben von Menschen, von Produkten, von Markeninszenierungen ist nach wie vor entscheidend, wird auch weiterhin auf der Marketing-Skala entscheidend bleiben. Aber komplementär dazu entwickeln sich digitale Services und digitale Kommunikationsmittel. Jedes Unternehmen muss erstmal eigene unternehmensspezifische Lösungen für Herausforderungen finden. Im Austausch aber entsteht kreativer Impuls. Wir möchten ein Stück weit Hilfestellung Unternehmen geben, um sich auf Wandel, auf Treiber, die Umfelder und Geschäftsrahmenbedingungen heute verändern, einzustellen. Der Deutsche Markensummit wird veranstaltet vom FAZ-Institut. Mitveranstalter sind Deutsche Bank, Deutsche Post DHL, FPS und Interbrand.